Ja, heidiho und herzlich willkommen zu einem neuen Zoobesuch hier auf dem Kanal. Heute gucken wir uns, ich glaube, heißt Cats Pfötchen Zoo oder so. Wir sehen es gleich am Eingang nochmal. Entschuldigung, Bianca, wenn ich das falsch sage. Und somit haben wir auch die Erbauerin dieses Kunstwerks schon mal erwähnt. Bianca hatte mich angeschrieben über Facebook, und das könnt ihr natürlich auch gerne machen, und hat gefragt, ob ich da das mal zeigen möchte. Eigentlich spielt sie ganz andere Sachen, sondern hat irgendwie World of Warcraft auf dem Kasten und so weiter. Aber sie baut auch hin und wieder richtig tolle Zoos. Also ich habe den jetzt von ihr hier gesehen. Ich bin den mal grob überflogen. Sah auf jeden Fall schon mega interessant aus. Auch sehr detailreich zum Teil. Was mir aufgefallen ist beim Überflug ist, das soll aber kein Negativpunkt sein, der hat sehr verschlungene Wege und so weiter. Also es gibt hier nicht so einen Rundweg in dem Sinne. Ich hoffe, dass ich alles sehe. Ich gebe mir große Mühe auf jeden Fall. Und im Notfall machen wir nachher nochmal einen Überflug und gucken uns die Sachen an, die wir dann verpasst haben. Die gute Bianca, ich habe mit ihr vorher ein bisschen halt geschrieben, die baut seit August 2021 schon an Plan Zoo rum. Also jetzt, ja, sag ich mal, seit guten anderthalb Jahren, ja, doch, kommt hin. Ja, und hat ja einiges hier zu zeigen. Also sie hat eigentlich so gut wie alles hier selber gebaut. Sie hat ein paar Workshop-Elemente drin. Wir werden nachher, den habe ich noch nicht entdeckt, einen Army-Truck sehen. Der ist von einer Freundin von ihr. Sie hat irgendwie so ein paar Fässer und so Kleinigkeiten hat sie wohl aus dem Workshop benutzt, was ja auch nicht schlimm ist. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Und ich verlinke euch den natürlich wieder. Ich weiß gar nicht, ob sie den im Workshop hat sie den, glaube ich, nicht auf öffentlich. Ich gucke mal, ob ich den Link rauskriege. Ansonsten, ja, muss euch das reichen, dass ihr das hier seht. Es fängt schon echt cool an mit so einem kleinen Eingangsgebäude. Und da seht ihr schon mal die Detailverliebtheit. Guckt euch das mal an. Wie super toll das gemacht ist mit den ganzen kleinen Steinchen hier und so weiter. Wir gehen da mal vorne mal hoch, wenn wir da überhaupt hoch können. Aber guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Auch hier alles. Wir werden sicherlich den einen oder anderen Detailkram hier übersehen, weil so viele Details, wie es hier zu sehen gibt, scheinbar. So viel. Nee, also da guckt euch das mal an. Da hinten ist schon das nächste Haus. Ja, wie gesagt, ich hoffe, oh, hier fliegt was, hier fliegt allgemein ein bisschen was, aber ist nicht schlimm, haben wir nicht gesehen. Okay, hier fliegt ein ganzer Baum, der ist schwer zu übersehen, irgendwie fliegt hier alles so ein bisschen, ne? Aber da kann sie eigentlich theoretisch ja gar nichts für, weil die kann man doch in der Höhe gar nicht feststellen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, schön bepflanzt hier der Weg auf jeden Fall. Wir sind in, also ich weiß gar nicht, ob das geschrieben hatte. Das ist halt so ein Waldzoo irgendwas. Also es ist auf jeden Fall kein klassischer Zoo, wie man es kennt, wie jetzt Wildcat Sanctuary vielleicht dann eher ist oder der Sokali Zoo oder irgendwie sowas. Es ist hier, ihr seht es schon, es ist sehr eingewachsen hier alles. Wie gesagt, ich hoffe echt, dass wir alles sehen. Hier ist schon mal irgendwie so ein kleiner Shop drin, glaube ich, hatte ich vorhin schon entdeckt. Ja, aber auch hier so die ganzen Details, die Ranken, die da so runtergehen und so weiter. Ist schon cool gebaut, muss ich wirklich sagen. Hier kann man sich ein bisschen hinsetzen, was Essen scheinbar. Nee. Ach, hier ist der Infostand. Ja, moin, Kollege. Nee, aber sieht wirklich detailreich aus. Ich wette mit dir und Bianca, ich werde mich jetzt schon in aller Form bei dir entschuldigen. Ich werde nicht alles entdecken. Hundertprozentig nicht. Dafür ist es einfach zu groß. Aber vielleicht ein Aufruf an Bianca nochmal. Falls der nicht im Workshop öffentlich zugänglich ist, macht einfach. Lasst die Leute teilhaben. Und hier können wir jetzt nochmal sehen, willkommen im Cats Pfötchen Park. So hieß er. Entschuldige. Aber das Tor ist riesig, ne? Soll das so oder hast du dich da mit dem Maßstab ein bisschen vertan? Dann kann ich ja fast Limbo unter durchtanzen. So, und jetzt geht's nämlich los. Wir haben hier zig Wege. Wie gesagt, das soll auf jeden Fall keine Kritik sein. Aber es ist für so einen Zoobesuch, es ist natürlich immer schwierig, wenn es so verzweigte Wege gibt. Aber guckt euch das mal an, wie schön das hier aussieht. Wie enorm detailreich. Ich weiß jetzt nicht, ich gucke jetzt einfach mal frech rein. Okay, von innen ist es nicht
ausgebaut. Dann gucken wir da auch gar nicht großartig rein. Aber guckt euch das mal an, wie schön das ist. Auch hier die Idee, das finde ich, habe ich beim Rundflug schon mal gesehen. Das finde ich mega geil, dass man in diese Steinmauer noch mal ein paar Steine reinsetzt. Ich hätte sie noch ein bisschen tiefer gemacht, aber das gibt nochmal so einen 3D-Effekt, finde ich. Mega gut, diese Geschichte. Aber also wirklich klasse gemacht, Bianca. Achso, hier ist gar kein Weg. Entschuldigung. Aber richtig cool gemacht, auch mit diesem Erker, nennt man das so? Ich glaube ja, ne? So ein Balkon-Erker-Dingskirchen. Richtig cool. Ich finde es auch schön, dass hier so ein ausgetrocknetes Flussbett ist. Sieht zumindest so aus. Richtig cool gemacht. Echt toll gestaltet. Der Zaun ist ja auch mega. Gibt's den so fertig? Nee. Ist der fertig so? Da sieht man wieder, dass ich immer nur mit dem gleichen Kram baue, ne? Das Gebäude ist auch cool. Ich finde ja, dieses Bambus passt da nicht so gut rein, ne? Wobei, ja, irgendwie schon und irgendwie nicht. Es hat was. Auf jeden Fall ist cool. Oha, was haben wir hier? So ein Kellereingang? Ey, das ist ja auch mega cool. Mit Fässern drin und Kisten. Das sind bestimmt die Fässer, die sie meinte, die sie aus dem Workshop hat. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die so tanzen. So, jetzt ist die Frage, wo wir lang gehen. Also, wie gesagt, ich glaube, wir werden einiges übersehen. Und das finde ich eigentlich... Oh, hallo! Das wäre schade eigentlich. Aber wir gucken, machen nachher noch einen Überflug und so weiter. Wir versuchen, so viel wie möglich hier von dem Park jetzt schon einzufangen. Und den Rest schauen wir uns in der Overview an. Ich finde das cool gemacht, dass hier immer mal so einfach nur Szenerie ist, weißt du? Finde ich gut gemacht. Ehrlich, 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 ehrlich. So. Hier haben wir einen kleinen See. Den haben wir eben von der anderen Seite ja schon gesehen. So ein runtergekommenes kleines Häuschen finde ich auch mega gut gemacht. Können wir da rauf? Ja, scheinbar können wir rauf. Auch nicht schlecht. Das sollen Angeln sein wahrscheinlich, ne? Oder? Sieht zumindest so... Ah, ja doch, könnte hinkommen. Coole Sache. Fischen verboten, ja. Das ist bestimmt eine Angel, Herr Badatz. Auch hier mega cool gemacht. Mit seiner Hängematte. Klasse. Capybaras. Ne, finde ich super cool. Also echt schön detailreich gemacht. Allein diese USB-Platten hier finde ich auch gut. Sauber. So, dann haben wir da vorne noch eine kleine Hütte. Gehen wir mal hin. Es hat irgendwie was so vom... na, sag mal schnell. Oh, so ein, nicht Campingplatz, wie nennt man das denn noch? So Jugend-Dings. Die Amis, die schicken doch ihre Kinder immer im Sommer ins Sommercamp. Genau, so heißt das. Sommercamp. Irgendwie so ein Touch hat das irgendwie. Also, finde ich total cool. Na, schmeckt's? Sieht ein bisschen gelangweilt aus, Kollege Schneeschuh. So, was ist das hier für ein Gebäude? Ah, das ist das Eingangsgebäude. So. Ja, ich glaube, wir können die ganzen Details gar nicht alle einfangen, weil wir gar nicht so da hochkommen. Die Bank ist ja auch cool gemacht mit den Seildingern hier. Eine kleine Schaukel. Da hängt erstmal eine Kartoffel. Eine Kartoffel an der Angel. Oder oben ist auch noch irgendwas, ne? Oh, ich hoffe, dass wir alles eingefangen kriegen, wirklich. Ich glaube, uns wird aber schon zum Verhängnis, dass wir nicht überall... Also ich glaube, hier muss ich auch ein bisschen in die Background-Dinger gucken, weil sonst wird das hier nichts. Aber richtig cool gemacht. Hier ist irgendwie ein Gehege schon oder irgendwas, ne? Oder einfach nur... Ne, warte mal, da bewegt sich was. Da hat sich irgendwas bewegt gerade. Oder war das nur ein Mensch? Nur ein Agent. Nur ein Mensch. Welcher Film war's? Schreibt mal in die Kommentare. Mal gucken, wer es weiß. Aber hier müssen wir, glaube ich, wieder zurück, weil... Ja, das meine ich mit den verworrenen Wegen irgendwie, ne? Das ist
auf der einen Seite super schön, weil es super natürlich rüberkommt und so weiter. Auf der anderen Seite ist es für Zoobesucher, also für so Besucher wie ich jetzt einer bin, ist natürlich schon nicht so schön, weil man halt ewig hin und her laufen muss und gucken muss und so weiter. Aber hier auch mit den Paletten cool gemacht. Ich finde, die Szenerie hat sie wirklich super gut eingefangen. Man kommt sich wirklich vor wie in so einem Wildpark irgendwie. So, jetzt geht's hier wieder. Oh, halt, jetzt geht's geradeaus, links und rechts. Ich weiß es nicht. Was steht da? Zum Plantagenpflanzenverkauf. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Vielleicht schließt sich der Kreis dann ja vorne wieder. Und dann haben wir den Teil nämlich schon mal abgehakt. Auch das Schild ist cool. Das ist auch eine gute Idee, mit so kleinen Schildern hier das noch einzubauen, ne? Also Custom Billboards wäre natürlich noch mal mega geil. Aber so finde ich es auch schon echt gut gemacht. Guck mal, da hinten sehen wir sogar schon einen, der da hängt, kackt. Super. Erstmal schön kacken gehen. Oha, hier haben wir noch ein Restaurant oder irgendwie sowas. Aber da muss ich wirklich mal sagen, also Bianca, super schön gemacht. Super detailreich hier auch mit den Geschenken. Alter Schwede. Finde ich super. Finde ich wirklich, wirklich klasse. Echt schön gemacht. Aber da haben wir noch ein paar Tiere. Auch ein schönes Gehege hier. Das ist so, als wenn du einfach einen Zaun drumherum gepackt hast, ein paar Spielsachen reingeschmissen und fertig. Finde ich super. Also, ne? Also nicht falsch verstehen. Zur Fuchsgrube geht es in die Richtung. Aber wir gehen mal... Ich gehe mal hier lang. Auch das Ding ist mega gut, ne? Sieht wirklich alles super aus. Auch die ganzen Gebäude, so mit dem Brett oben drauf noch und dem Dreck dran und Seil hin und so. Aquarium ist das. Nee, echt. Also, Bianca, Hut ab, Helm auf. So, warte mal, von da sind wir gekommen. Gehen wir hier nochmal lang. Oh, allein die kleine verfallene Hütte hier. Echt stark. Wirklich toll. Ich versuche mal ein bisschen mehr oder weniger auf den Wegen zu bleiben. Auch wenn es schwer wird wahrscheinlich. Ah, guckt euch das mal an. Das sieht auf den ersten Blick so richtig so total wild und zusammengewuselt aus. Aber den Tisch hatten wir hinten schon gesehen, glaube ich. Aber mega gut. Was steht da drauf? Ah, Bungalow. Guck mal, da vorne ist eine Tür auf. Da gehen wir einfach mal rein. Ja, crazy. Wie geil ist das? Kannst du hier noch schön... Rollo? Also wirklich, Bianca, ich bin begeistert bisher. Ich finde das richtig cool. Achso, okay. Hier ist die Wohnanlage sozusagen. Dann gibt es hier zig Bungalows, wo man dann pennen kann. Also dieses Feeling vom Sommercamp. Achso, ich wollte gerade sagen, hier kann man auch pennen, aber hier ist ein Shop drin. Gut, ist natürlich auch viel Copy and Paste, ne? Also da drüben hatten wir ja auch schon so eine Hütte mit der Information. Aber ganz ehrlich, warum das ändern, wenn es doch gut aussieht? Ja, hier ist geil. Klo. Erstmal weiß ich nicht, ob ich da auf Klo gehen will. Aber ich bin ja immer so einer, der sagt, Türen, baut das zu. Es ist jetzt offen. Aber ich finde es mega, weil die Türen könntest du ja theoretisch zumindest zumachen. Super gute Idee. Aber ob ich da auf Klo gehen will, ich weiß nicht. Hier, Kollege Schnürschuh, nimm mal deinen Schrubber und geh da mal durch. Ich glaube, das brauchen wir jetzt hier hinten jetzt nicht nochmal angucken. Das sind ja immer die gleichen, nur halt mit Bungalow 1, 2, 3. Ne? Wir gucken mal kurz hier rein. Aber genau. Dann Kuchen? An Hut. Ich wollte gerade sagen, da steht ein Kuchen. Ich kriege schon wieder Hunger. Ja, es ist immer wieder dasselbe, was es aber nicht schmälern soll. Also das ist wirklich cool gemacht. Aber dann brauchen wir uns ja nicht jedes Gebäude davon angucken, weißt du? So, ich glaube, da müssen... Hier, da vorne könnt ihr auf Klo. Da ist so ein richtig schön sauberes Ding.
So, wir flitzen hier rüber und dann geht es hier mal zur Fuchsgrube weiter. Auch hier mit dem Ausguck da oben, ne? Mega cool. Gefällt mir sehr, sehr gut, Bianca. Ehrlich. Oha, jetzt hat er gerade geladen. Kommen wir da hoch? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ein bisschen. Und auch hier, weißt du, so eine kleine Lampe und so. Sieht kein Schwein, aber sie hat es da hingebaut. Steht da noch was? Ne, auch schön dreckig gemacht alles. Finde ich mega gut. Achso, das ist die Hütte von da hinten. Und auch hier die ganzen Balken und. Also es sieht total wild aus irgendwie, ne? Ich würde auch so nie bauen, glaube ich, weil ich gar nicht auf. Ich wäre gar nicht so mutig, so viele Sachen ineinander zu stopfen. Wisst ihr, was ich meine? Aber es sieht wirklich klasse aus. Auch hier dann so ein Balkon einfach dran und tralala. Was haben wir? Achso, hier ist es. Entschuldigung. Ich musste mal gehen. Also nicht, weil das hier so langweilig ist, sondern ja, irgendwie bin ich K.O. Aber auch schön gemacht, ne? Alles wild durcheinander, mehr oder weniger. Aber es hat was. So, wir gucken einmal, auch wenn ich es normalerweise nicht mache, gucken wir hier nochmal schön bei den Füchsen rein. Hier hätte man das vielleicht noch ein bisschen glätten können. Aber das ist jetzt auch wirklich jammern, ne? Auf hohem Niveau, sage ich so oft. Aber das hätte man noch glatt machen können. Da gibt es ja dieses Glättungstool. Dann wäre das noch. Hier sieht das so abgebissen aus. Also das ist hier schöner gemacht. Wobei ich ja war so eine kleine Ecke drin. Aber im Grunde genommen ist es hier ein bisschen schöner. Sowas würde ich immer noch. Da, sowas würde ich immer noch versenken. Die Wasserquelle, hattest du keinen See hier drin oder so? Dann bräuchtest du die Wasserquelle nicht, weil die finde ich immer so ein bisschen unschön. Ja, aber Wasser hatte sie sonst hier so nicht drin. Nee. Nee, aber wirklich toll. Sieht super aus. Auch das Gebäude hier, ne? Also das ist dann im Gegensatz zu dem Gebäude relativ schlicht, aber trotzdem mega cool gemacht. Da ist nichts drin, ne? Oder? Wir gucken mal rein. Na gut, na, sagen wir schnell. Aufenthaltsraum und sowas, ne? Aber nichts, was wir uns jetzt groß angucken müssten. So, dann sind wir hier durch. Da kamen wir. Ne, da müssen wir hier wieder zurück. Und das meine ich mit dem, dass es nicht so einen richtigen Rundweg in dem Sinne gibt, dem man folgen kann. Aber dennoch wirklich klasse gemacht. Wir haben bisher recht wenig Tiere gesehen. Eigentlich nur die Füchse bisher, ne? Oder habe ich etwas übersehen? Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, bis jetzt haben wir nur die Füchse gesehen. Mal gucken, ob noch was anderes kommt. Oha, hier ist aber. Musst du die Bergschuhe auspacken? Okay, hier ist wieder so ein Dead End. Ist natürlich schwierig, weil jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Weil ich Angst habe, dass ich sonst irgendwie nachher was verpasse, weil ich dann falsch abbiege oder irgendwie sowas. Aber wir werden uns das auf jeden Fall in der großen Overview nachher nochmal angucken. Einfach aus dem Grunde, um dann nochmal zu gucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Warum ist das hier eingezäunt? Da ist doch bestimmt irgendwas drin. Was steht da hinten? Dammhirsch. Okay, ah, okay, der ist da drin. Wir gehen mal hier weiter. Okay, hier ist alles so geradlinig auf einmal. Ach so, das soll. Ah, okay. Das ist diese Plantagen-Pflanzenverkauf-Dings. Okay, ist natürlich ein angelegtes Feld. Dann ist klar, dass es gerade aussieht. Was haben wir denn hier noch? Oh, die Mauer sieht aber auch cool aus mit dem Grün, ne? Das hätte ich vielleicht noch einen Ticken dunkler gemacht vom grünen Ton her. Ich glaube, dann hätte es schöner ausgesehen. Aber, also ich bin wirklich sehr, sehr positiv angetan von der ganzen Geschichte. Okay, da kommen sie durch die Wand. Da hätte man nochmal die Barriere reinbauen können. Holzlädchen. Ein Holzladen. Okay, wir gehen wieder raus. Nein, alles gut. Ich finde das cool mit diesem Wochenmarkt oder was das ist. So. Das hat was. Dies finde ich schä. Was steht hier drauf? Zu verkaufen. Oh, nehmen wir mal so eine Mistgabel mit. Das ist auch cool, die Schubkarre hier, ne? Was ist da denn drin? Gibt es den so? Ja. Ich bin immer noch im Überlegen, ob der Zaun.
Ist das ein selbstgebauter Zaun? Gut, die ganzen Bäume, da muss ich jetzt nicht unbedingt gucken, aber da hinten gibt es noch Sachen. Also hier ist wieder so ein Hochstand. Ich gehe einfach mal quer durchs Gemüse durch hin. Ne? Also die Idee finde ich cool, dass hier so ein Pflanzenverkauf ist mit Feldern und so. Ich glaube, sie baut aber aktuell noch dran. Ich weiß es gar nicht genau. Ansonsten würde ich das hier ein bisschen zumachen. Weil das sind doch... Was ist da hinten denn noch alles? Okay, ich glaube, das ist aber eher ihr... Das sieht aus wie so eine einzelne Wand und so, ne? Das werden wir nachher nochmal sehen. Ich glaube, das ist aber ihr Repertoire an Wänden und so was. So, hier gibt es ein kleines Schlösslein. Pflanzenverkauf. Aber auch cool gemacht, so ein kleines Schloss. Gefällt mir. So, da geht's wieder zurück. Wir gehen mal hier lang. Okay, hier ist irgendwas drin. Vermute ich mal. Oder ist das das Dammhirschgehege? Tal des Hirsches. Okay, da weiß ich nicht, ob da eigentlich ein Schild drin wäre. Ich habe keine Custom Billboards. Das finde ich eine coole Idee. Ich hasse diese Schilder eigentlich wie die Pest. Weil ich finde, die sehen einfach kacke aus. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber hier ist ein bisschen eingebaut, zumindest ein Holzrahmen drumherum. Dann finde ich das okay. Ansonsten, die Dinger, also für die, die es nicht wissen, die funktionieren, auch wenn man sie unter die Erde setzt. Dann sind die trotzdem funktional. Ja, ein riesengroßer Stall, Unterstand. Ich glaube, Bianca hat manchmal die Realität oder den Bezug zur Größe vergessen. Also, wenn man sich mal, das stand gerade eins, da, wenn man sich das Tier mal anguckt, ist das schon riesig, ne? Genauso wie der Eingang. Bianca ist nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Ich kenne das, ich baue aber meistens dann zu klein. Dann baust du was und denkst, oh, sieht das geil aus. Dann stellst du ein Männchen daneben und denkst, okay, wieder abreißen. Ansonsten finde ich das mega gut hier. Jetzt gibt es hier aber auch schon wieder zwei Wege. Nein! Was haben wir hier? Das finde ich eine geile Sache. Auch schön selbst gebaut. Dann so Kerze. Mega geile Idee. So ein kleiner Altar, so eine Gedenkstätte oder wie man das auch immer nennen mag. Okay, fand sie auch gut, hat sie auch öfter benutzt. Aber ist ja überhaupt nicht schlimm, finde ich gar nicht. Überhaupt, also super. Moment mal! Ja, schmeiß ihn gleich raus, den Lümmel. Also so nicht. Ich finde es auch irgendwie cool, so manchmal ein Stück Zaun, dann wieder nicht. Finde ich gut, also hat was. Hier ein kleiner Teich. Ich bin ja auch kein Fan von sowas, ne? Ich meine, alles gut, wir haben es im Spiel, soll genutzt werden, aber es ist genauso wie die Enrichment-Items. Ich mag diese Pinatas und sowas, mag ich alles nicht. Die sind mir... Ja, das schreit so für mich Spielzeug, weißt du? So, das ist so... Keine Ahnung. Ich finde es nicht schlimm, wenn das jemand benutzt, weil das gehört halt auch dazu irgendwie, aber ich versuche, Spielzeug für die Tiere immer so natürlich wie möglich zu halten. Geht auch nicht immer, weil manchmal muss man halt auch mal was da bauen und so, aber ich versuch's halt immer, irgendwie natürlich so. Hallöche, Jump. Oha, hier so eine Kiste. Ich glaube, wir gehen aber erstmal hier lang. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass wir irgendwie groß was übersehen. Ich find's mega geil gemacht. Also, es ist im Prinzip in Anführungsstrichen relativ simpel, weil es ist halt ein bisschen Pflanzen hin, ein bisschen Brombe, ein bisschen Busch, ein bisschen Rasen, ein bisschen langes Gras, etc. Aber es wirkt total stimmig alles. Ich finde es auch eigentlich total cool, dass das hier alles so eingewachsen natürlich ist. Weißt du, so als wenn da nicht jeden Tag jemand mit einer Heckenschere durchjaucht. Finde ich gut. So recht natürlich alles und so. Ja, hier haben wir das Restaurant, da wird wahrscheinlich... Oh doch, da ist das Restaurant direkt hinter. Moin. Kann man von da reingucken? Oder geht das nicht? Doch, kann man. Ja, cool gemacht. Auch mit diesen Heuballen und so. Ich flitze einfach mal. Ich glaube, da sind wir. Genau. Ja, bei manchen Bäumen, da frage ich mich, wie die halten.
Weil der könnte noch, ja, weiß nicht. Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen, also den anderen Baum ein bisschen näher ran und den dann dagegen und so, weißt du? Also. Okay, hier ist ziemlich flach, aber reicht für die Tiere, ja. Ich hätte es noch so ein bisschen ineinander verschachtelt mehr, weißt du, wie ich meine? Also ist nicht böse gemeint. Ich finde die Idee an sich total super. Ist echt gut. Guckt euch das mal an. Also jetzt mal Butter bei den Fische. Das sieht doch geil aus. Ich finde das mega geil. Also, nee. Da fällt mir nichts ein. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Auch hier mit den Felsen und so. So, da muss ich ja als Felsenliebhaber mal gucken. Ja, das sieht aber gut aus. Ich hätte es so nicht gemacht. Ich hätte es ein bisschen anders verschachtelt wahrscheinlich. Aber ich bin auch, glaube ich, absolut nicht der Maßstab, was das angeht. So, was haben wir denn hier? Da haben wir nochmal das eingewachsene Klo. Auch hier so diese Ballen und so. Echt gut gemacht. Oha, hier gibt es sogar einen Tunnel. Zack. So, Hirsche und Füchse haben wir gesehen. Gibt es noch mehr? Ja, gibt es Bären. Aber wir gehen erstmal hier ein bisschen links rum. Bärenfels, sehr schön. Alter, guckt euch das mal an. Also ich sitze hier nur und schüttel mit dem Kopf, weil ich das mega cool finde. Das Ding ist, ich bin nicht so mutig. Ich baue nicht einfach sowas. Aber es sieht, ich finde, es sieht total cool aus. Es hat so ein bisschen was hier jetzt gerade auch so ein bisschen märchenhaft, finde ich. Und dann einfach random hier mal so einen Tisch mit. Also mega gut. Ich finde es super. Okay, hier geht es jetzt wahrscheinlich. Okay, das Gehege. Ich will nicht sagen, dass es mir nicht gefällt, aber das ist, da ist ja noch ja nichts, Bianca. Da musst du noch mal ran. Aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob sie aktuell noch dran baut. Kann natürlich sein, dass das jetzt hier gerade so ein. Weil hier ist, im Vergleich zu vorher ist hier halt nichts, ne? Obwohl, sie ist bestimmt noch Work in Progress, aber ich glaube nicht, dass sie das einfach so dahinstellen würde. Dann habe ich nichts mehr groß gesagt, aber es ist halt. Ah, geil, die kommen da unten durch. Aber wenn die Bären hier hinkommen, dann ist der Zaun irgendwie ein bisschen wenig für die Bären, glaube ich. Ja, geil, die kommen hier unter durch. Hier ist nämlich wieder so richtig geil detailreich gebaut und dann da vorne nicht. Aber ist wahrscheinlich noch Work in Progress, von daher alles gut. Ich habe gerade noch aus dem Augenwinkel den hier gesehen. Den will ich mir auch nochmal angucken. Den Bauwagen. Auch richtig geil. Gefällt mir richtig, richtig gut. So ein oller Bauwagen. Da steht die Tür auf, da will ich reingucken. Die Uhren und so. Mega gut. Finde ich klasse. Sauber. Richtig, richtig gut. Hier haben wir auch wieder die Bären. Ich gehe einfach mal so ein bisschen hier rein jetzt. Egal. Ja gut, die Bären, da würde ich mal fast behaupten, ist der Zaun nicht ausreichend für Bianca. Aber du hast wahrscheinlich ausgeschaltet, dass die ausbrechen können und so weiter. Von daher alles gut. Guck mal, hier hoch können die auch noch. Ja, das ist auch ein schönes Gehege für so ein Tier, finde ich. Auch hier mit dem doppelten Dach oder sowas, ne? Würde ich nie machen. Sieht aber cool aus. Haben wir hier Müll drin? Noch ein bisschen. Ah, die haben ja auch ein riesiges Gehege, ne? Aber kommen die hier raus? Okay, hier könnten die doch abhauen, oder nicht? Jo, da geht der kleine Mann mal stiften, wa? Naja, gut. Dann soll er los. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, wie gesagt, hier muss noch ein bisschen was passieren, damit das schön aussieht, aber ich denke mal, sie baut da noch dran. Ansonsten finde ich die Bepflanzung hier am Felsen wieder echt gut. So, mein Auge juckt. Nur kurz. So, Dalle. Ich glaube, da müssen wir hier jetzt hoch. Ne, sind wir von hier gekommen? Ich weiß gar nicht. Ach nee, das ist der.
Jetzt weiß ich aber nicht, wie, da hinten habe ich noch was gesehen. Da war so eine Aussichtsplattform. Wie kommen wir denn dahin? Ich glaube, wir müssen hier ein ganzes Stück wieder zurück. Aber das kriegen wir hin, das Muckwi. Aber bisher echt toll gemacht. Ich glaube aber viel ist nicht mehr, weil Überflug habe ich gesehen, war bei dem Feld und dem Bären nachher mehr oder weniger Schluss. Aber ich habe. Hui. Aber ich habe da irgendwie. Auch cool. So richtige Äpfel rangemacht, die gerade runterfallen. Gut ist natürlich jetzt, dass sie. Die fallen halt gerade runter. So, ich glaube, wir müssen hier wieder zurück, dann links rum und dann kommen wir, glaube ich, zu dieser Aussichtsplattform. Weil du konntest hier hinten auch noch rum. Und ich glaube, da, guck mal, da geht es nämlich hoch. Ich glaube, da können wir auch noch lang. Und dann haben wir es, glaube ich, auch fast, wenn da jetzt nicht sich hinter dem Hügel noch was auftut. Machen wir gleich nochmal einen kleinen Überflug von der Geschichte hier. Das ist immer schwierig, ne? Wenn du so Felsen hast oder so Hügellandschaft hast, die Pflanzen da vernünftig reinzukriegen. Die schweben hier natürlich jetzt an der Seite. Ne? Will ich gar nicht groß drüber meckern. Aber es ist immer schwierig, sowas dann einzubauen. Hier mit dem Felsen finde ich das wieder richtig gut. Ich mag halt einfach Felsen, das ist so. Ja, viel Weg, ne? Also es eignet sich hier sehr zum Spazierengehen mit der Familie und so. Ja, hier, wie gesagt, ist wahrscheinlich ja noch Work in Progress. Ah, hier steht der. Das ist dieser Army Truck, glaube ich, der, was die Army Truck, genau. Auch geil, hier kannst du Knarren kaufen. So ein Gewehr. Feuerzeug. Auch gut. 2 Euro, 2 Dollar. Selling with gun license only. Na, ich hab keine, ich krieg nichts. Guck mal hier, den habe ich nämlich von unten gesehen. Den Aussichtspunkt. Oh, Entschuldigung, Leute. Oh. Ich bin heute ein bisschen K.O. Am Wochenende unterwegs gewesen, dann merkt man in meinem Alter dann schon. So. Ja, hier ist nochmal ein richtig geiler Ausblick auf das Gehege. Finde ich cool. Wenn das fertig ist, ist das bestimmt ein richtig geiler Viewing Point. Oh, warte, hier hinten steht auch noch was. Pistols, Guns, Knives. Army Shop. Finde ich eine lustige Sache. Allein oh, ein Stand MG, Alter. Ah, herrlich. So ein bisschen Kontrast zu dem total friedlichen Wildpark. Und da gibt es da oben erstmal einen Army-Shopper. Da kannst du dir eine Knarre kaufen. Und ab geht die Luzi. Ja, hier haben wir nochmal so ein. Guck mal, einen schönen Overview über den ganzen Kram hier. Aber ich glaube, ich würde behaupten. Ich glaube, das war's, ne? Guck mal von hier oben, ob wir alles haben. Jetzt muss ich erstmal den Eingang suchen. Wo war der denn noch? Ich glaube, hier vorne irgendwo, ne? Ja, genau. So, hier sind wir lang. Die Bungalows und sowas hinten haben wir alles angeguckt. Wir haben hier das Gehege ge angeguckt von den Füchsen. Wir sind hier gewesen. Wir waren hier vorne bei den Hirschen. Also, ne, die gehen ja hier überall lang. Ne? Alter, die haben ein Riesengehege. Das ist ja alles Hirsch hier. Und wir waren bei den Bären. Ja, und da hinten würde ich mal fast behaupten, ist wahrscheinlich. Einfach nur ihr Stuff-Krams, ne? Ja, guck mal da. Alles, was sie so braucht, Torten und so weiter und so fort. Gut, das wollen wir uns natürlich nicht angucken, das gehört ja gar nicht dazu. Das ist ja alles hier schon verbaut. Ja, mega coole Sache. Gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Ist mal was anderes irgendwie, finde ich, ne? Gerade auch mit den Feldern da auch rechts an der Seite. Ja, war für eine Tour schwierig, weil es, wie gesagt, keinen wirklichen Rundweg gibt. Aber Bianca, korrigiere mich bitte in den Kommentaren. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Vielleicht nicht jedes Detail, aber wir haben, glaube ich, zumindest jeden Weg mitgenommen.
wenn ihr auch irgendwie was habt, das, wie gesagt, man muss nicht fertig sein, aber so, dass man einen kleinen Augenblick da verweilen kann, wäre schon schön. Dann schickt mir das auch gerne mal zu. Ihr könnt mir den Workshop-Link per Discord, per Facebook, was auch immer, könnt ihr mir das gerne zukommen lassen. Schreibt mich einfach an. Dann schauen wir gerne mal, dass wir auch eine Tour zu eurem Zoo machen. Würde mich freuen, wenn ihr euch meldet. Und ja, mir bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer ich wünsche euch was ganz, ganz Schönes. Schönes Wochenende, schönen Start in die Woche dann am Montag. Und ich verbleibe und sage ciao, ciao.